Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Manoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Till und wir sprechen heute über den 14. Dezember. Richtig. Am 14. Dezember, heute, hat Geburtstag Bela B. Kennst du? Kennst du? Kennst du? Der heißt Bela B. Ja, Bela B, entschuldigen Sie bitte. Was habe ich gesagt? Bella, oder? Bella. Ja, Bela B. Ah. Der Herr Korinthenkacker. So, hat Geburtstag und ist 1962 geboren. Ja? Ich sage Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Ja, weißt du überhaupt, wer das ist? Ja, das ist der Drummer von den Ernst, von den Ärzten. Von den Ernsten, genau. Den Ernsten. Bella B., seines Zeichen Drummer bei den Ernsten. Bei den Ernsten, nein, bei den so. Ärzten. Merkt euch das nicht. Ja, was haben die gesungen? Kennst du das? Also 1990 war es, wie sie sich wieder vereinigt haben, war es mit Schrei nach Liebe. Vorher war natürlich, also gab es ja seit 1982, da kamen sie dann raus mit, keine Ahnung, Teenagerliebe, Westerland. Vollmilch, Westerland. Vollmilch? Ja. Okay. Kennst du das nicht? Ich esse Blumen, kenne ich noch. Ich esse Blumen ist auch oder, ganz gut. Das, das singt er sogar. Bitte, bitte sag. Nee, warte. Bitte, bitte. Lass mich dein Sklave. Also genau. Bitte, bitte lass mich. Oh. Genau. Bitte, bitte lass mich. Oh, oh. Bitte, bitte lass mich. Oh. Bitte, lass bitte. Mich dein Sklave sein. Ich war der Liedsänger gerade. Ja, Mann. Aber du kannst den Text nicht. Ja, ist doch egal. So, so. Am 14. Dezember haben wir, aber wir haben heute drei Filme, die wir, die heute herausgekommen sind. Ja, und wahrscheinlich kenne ich nicht einen. Weiß nicht, was hast du für einen? Also ich habe als ersten Der große Blonde mit den schwarzen Schuh. Kennt man doch, kennst du nicht? Nein. Wann kam der raus? Der kam raus 1973. Da lag ich noch als Quark im Schaufenster. Ja, ich war ich auch, aber das hast du noch später, kam der doch immer bei Wunschfilmen im Fernsehen mit ZDF und sonst. Bei Wunschfilmen, wer wünscht sich sowas? Mit Pierre Richard. Kennst du nicht irgendwie? Pierre Richard hat irgendwie den großen Blonden mit dem schwarzen Schuh. Der war, glaube ich, da Geiger in dem Film und hat am Flughafen, ganz am Anfang, hat er, glaube ich, einen Schuh verloren, hat irgendwie einen anderen Schuh bekommen und dann ist er mit zwei verschiedenen Schuhen. Mhm. Und deswegen war der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, weil alle gedacht haben, er wäre Spion. Dabei war er gar kein Spion, nur so ein tollpatschiger Geiger. Und das hat sich dann durch den ganzen Film gezogen und er hat immer aus Versehen irgendwelche Agenten ausgelöscht. Und das war so Slapstick. Okay. Alter, das war ein Kultfilm. Ja. Wieso kennst du denn keine Filme? Was machst du den ganzen Tag? Das möchtest du nicht wissen. Aber wenn ihr es wissen wollt, geht auf meinen Kanal, denn da seht ihr das täglich. Der vloggt den ganzen Tag, ehrlich. So, aber ich habe auch noch, wann war das nochmal? Das war 73. 73, ja. Genau. 1977 ist der Film Saturday Night Fever rausgekommen mit John Travolta. John Travolta, genau. Ja, und das war der Ausbruch des Disco-Fiebers, ja. Und so, Night Fever, Night Fever. Baby, baby, baby. Yo. Ja, egal. Bee Gees, Cool in the Gang und sowas haben damals diese Lieder gesungen. Richtig. Ja, genau. Und wenn wir noch ein bisschen nach vorne gehen, also 1971, ach so, ich dachte, ja. Dann sind wir wieder mal bei einem James Bond Film und zwar Diamantenfieber. Ach, der war nicht so gut. Kennst du ihn nicht? Kennst du nicht? Das war so. Ich will es dir erklären. Bitte. Du bist recht unwissend, merke ich gerade, aber... Bei Filmen immer. Ich könnte es dir wirklich erklären, wahrscheinlich wirst du es nicht kapieren, ist egal. Es ist so. Ich gebe mir Mühe. Jean Connery war ja der Urbond und der hat bei, nach dem Film Man lebt nur zweimal, hat er ja eigentlich aufgehört. Aha. Und dann kam George Lazenby, heißt er, glaube ich, oder Lazenby, keine Ahnung. Von dem habe ich ja noch nie was gehört. Der hat einen Film gemacht, im Auftrag ihrer Majestät. Okay. Und der Film war richtig gut, fand ich. Also kann ich heute noch gucken mit Telly Savalas, dem Kojak-Typen und sowas als Bösewicht. Ja? So. Und er hat einen Film gemacht und der war aber Australier, bin ich der Meinung. Und der wurde aber nicht so akzeptiert als James Bond. Und dann hat er nur einen Film gemacht und war wieder raus. Verstehst du? Ja. Und dann mussten die irgendeinen Bond wieder nachschieben, hatten aber keinen. Und dann hat der Jean Connery Diamantenfieber gemacht. Noch einmal. Okay. Also der war raus, Jean Connery. Dann kam George Lazenby. Und dann kam er wieder und rein. Und dann kam wieder rein, Jean Connery für Diamantenfieber. Das war vielleicht dann, nur kurz auf dem Klo. Das war 71, ja genau. Schon mit Toupet. Also übrigens, Jean Connery hat ja alle Filme mit Toupet gemacht. Alle James-Bond-Filme mit Toupet. Erst kleinere, dann größere. So, und wie du. Nee, das ist alles echt hier. Ja, das sagen sie alle. Und
Und da hat er noch einen Film Diamantenfieber gemacht, aber der war nicht so toll irgendwie. Da waren diese Bösewichte, da waren so zwei Bösewichte, die waren irgendwie, das war so ein schwules Paar. Das hatte wahrscheinlich irgendwas mit Diamanten zu tun, aber... Ja, die haben Diamanten gesucht und so ein Kram. Ich merke schon, ich bin kein Stück schlauer als vorher. Was denn? Du weißt jetzt echt viel. Da draußen wissen jetzt auch ganz viel über die ganzen Filme, die rausgekommen sind. Kann man jetzt angeben und kann man rausgehen und sagen, hey, weißt du, was heute rausgekommen ist vor ein paar Jahren? Zack, 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 die ganzen Filme. Die bam, bam, bam. Ja, genau. Und morgen sehen wir uns wieder. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ciao, ciao.